Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Marvin's Mittens. Wir befinden uns in unserem Haus, wollen uns mal auf unseren Schlitten setzen und starten diese Aufnahme schlechter denn je. Vielleicht klappt es, wenn wir uns hier raufsetzen nochmal. Ja, jetzt bekommen wir schon mal einen Sprung und können hoffentlich möglichst zügig wieder weit nach vorne kommen. Irgendwie hängt das Spiel gerade ein wenig. Ich hoffe, dass das gleich besser wird. Aber nach jedem Gebietswechsel haben wir hier einen kurzen Hakler. Huch. Menü. Und weiter geht's. Oh, 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 nein. Stopp. Ich weiß auch gar nicht, wo wir gerade sind. Okay, es sieht schon mal gut aus. Ich glaube, wenn wir hier noch durchgehen, genau, sind wir zumindest schon mal da, wo wir hinwollen. Und ich glaube, wir können direkt ein Gebiet weiter. Bin ich fast zu früh gesprungen. Ist hier oben irgendwas? Nein. Nun gut. Soll's weitergehen ins nächste Gebiet oder auch noch nicht? Was haben wir hier unten denn noch? Eine Schneeflocke. Na gut, hier waren wir also auf jeden Fall noch nicht. Ich muss auch gestehen, ich hatte eine kleine Aufnahmepause gemacht. Kommen wir hier durch? Ja. Und nun soll es hier weitergehen und... Oh! Zu dem Schneemann möchte ich aber jetzt hin. Nein, da sind ganz viele Schneemänner. Einer malt unser Haus. Einer sitzt am Laptop. So wie ich, der hier gerade das ganze Spiel aufnimmt. Ein Schneemann mit seinem Rechenschieber. Oha. Das finde ich auch wieder schön. Was es hier für viele Schneemänner gibt. Und da sind noch mehr. Und der Schneemann baut uns. Normal ist es andersrum. Wir bauen normal die Schneemänner. Nun baut uns ein Schneemann. Nun gut. Wo geht's hier lang? Da ist eine kleine Elfe. Und hier waren wir scheinbar schon. Hier waren wir schon. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß nicht, wo ich jetzt gerade lang muss. Aber... waren wir nicht eben hier? Nee. Hier kommen wir auf jeden Fall hoch, das weiß ich. Also gucken wir doch einfach mal, ob hier vielleicht irgendwas kommt, wo wir noch nicht waren. Ah, okay. Ich weiß, wo wir uns befinden. Was aber auch bedeutet, dass wir leider doch hier erstmal wieder ganz zurück müssen. Naja, kriegen wir nicht genug Schwung. Gehen wir zurück, gehen wir wieder nach oben und... Uns fehlen nur 6 Schneeflocken in diesem Gebiet. Ich denke, da können wir weiter wechseln. Eventuell finden wir ja noch die ein oder andere gleich. Und ansonsten... Ich dachte, ich hätte da eine mitgenommen. Ah. Okay, wir haben das Eichhörnchen noch zeichnen können, aber es ist abgehauen. Aber macht ja nichts. Solange wir es haben, ist alles gut. Und jetzt gerade verhaue ich jeden Sprung so knapp.
Und ich möchte mich auch ein wenig für die Tastatur entschuldigen. Ich habe mir das ganz angehört. Es ist natürlich nicht das Leiseste, wenn ich hier auf der Tastatur hin und her hämmer, aber es ist im erträglichen Bereich. Und das ist doch erstmal das Entscheidende. So, 78 Stück. Ich denke, wir haben unsere Aufgabe gefunden. In diesem riesigen Berg müssen wir 78 Schneeflocken finden. Das stelle ich mir jetzt gerade auch nicht so einfach vor. Zumal, wenn ich nach jedem Sprung oder nach jeder Schneeflocke, die ich sammle, wieder nach unten falle. Das sollte uns nicht so häufig passieren. Und dementsprechend springen wir jetzt weiter. Schaffen wir den Sprung? Ja. Es tut mir so leid. Verdammt. Doof gelaufen, würde ich sagen. Ich gehe jetzt hier nach rechts. Ah, wir kommen hier doch durch. Und es war sogar eine gute Entscheidung, denn hier wären wir sonst nie hingekommen. Ach, die Kacke. Ihr hört die Zeit, sie läuft, sie tickt. Das bedeutet, der Tag ist gleich vorbei. Wenn mich da nicht meine Nase pickt, mir ist. Das reimt sich nicht mal gut. Also egal. Zack, die Schneeflocke nehmen wir mit. Und da ist es auch schon vorbei. Und die Nacht. Wir träumen mal wieder. Und wovon träumen wir heute? Von dem riesigen Bohrer. Ja. Von der Elfe, die uns den heißen Kakao macht. Vom Fuchs. Von einem Vogel, der uns weckt. Denn es ist der neue Tag. Ich wollte jetzt mal eine Nacht ein bisschen skippen. Weil die ja sonst uns, denke ich mal, irgendwann sehr weit aufhalten werden. Ich drücke jetzt erstmal gar nichts mit Sprung, das habe ich jetzt die letzten Male immer gemacht und das hat mir nie wirklich einen Vorteil gebracht. Eher, dass ich dann immer einen zu hoch war. Und wenn ich jetzt hier gar nicht drücke, dann schlittern wir langsam aber sicher wieder zu dem Berg, der uns eben ja schon sehr viel Freude bereitet hat. Gleich sind wir da. Oh, jetzt muss ich natürlich aufpassen. Jump! Wir haben ihn geschafft, den Sprung. Und im größten und schnellsten Tempo werden wir unser Haus hinter uns lassen. Und na, hier sieht es so aus, als würde hier irgendwann nochmal gegraben werden. Bedeutet, dann geht die Schlittenfahrt noch weiter. Aber jetzt wollen wir hier erstmal ein wenig den Berg hinaufklettern. Oh. Können wir den Vogel zeichnen? Ich glaube nicht, weil den hatten wir ja schon mal gezeichnet. Ich weiß auch nicht, wieso er jetzt gerade hier ist. Zack, die Schneeflocke. Tut mir so leid. Ach. Ich glaube, jetzt kommen nur die ersten Kommentare bald. Du möchtest doch nur Zeit schinden, um möglichst viele Parts zu machen. Nee, im Moment liegt es wirklich an meiner Doofheit, dass ich diese Sprünge hier wieder verkacke. Und die Schneeflocke holen wir uns aber auf jeden Fall. Und dann gehen wir wieder in den Berg hinein. Oh, da oben ist eine Schneeflocke. Gehen wir halt da lang. Und laufen zweimal an der Schneeflocke vorbei. Weiter geht's.
in eisigere Gebiete dieses Berges. Und den Sprung haben wir leider nicht geschafft. Schaffen wir es hier trotzdem hoch? Oh, gerade so. Da kommen wir noch nicht hoch. Da kommen wir aber hoch. Und dann kommen wir hier hoch. Und dann kommen wir hier hoch. Und dann kommen wir hier ran. Und landen wieder hier. Und dann landen wir hier. Was natürlich geplant war, was man auch gesehen hat. Und kommen immer höher, immer höher. Ich weiß übrigens gar nicht, der wievielte Tag das vom Adventskalender ist. Es ist auf jeden Fall der 6. Part von Marvins Mitten. Und rangekommen sind wir da ja eben schon, aber hoch nicht. Und jetzt sind wir hier oben. Also wir hätten uns auch fallen lassen können, um die zu ergattern. Aber der andere Weg war ja der angenehmere. Rüber auf diese Eisfläche. Und, oh Gott. Jetzt müssen wir uns hier schon wieder runterbahnen, um wirklich jede Schneeflocke mitnehmen zu können. Ich habe eher die Angst, dass wir gleich irgendwo landen, wo wir nicht landen wollen. Aber sieht gut aus, wir kommen weiter nach oben. Sammeln diese Schneeflocke. Ja. Und kommen schon hier hin. Wir haben übrigens schon 32 jetzt gesammelt. Also, die lassen sich hier auf jeden Fall schnell sammeln in diesem Gebiet. Das muss man ja sagen. Aber es ist echt ein großes Gebiet. Ich glaube, ich muss hier gleich auch mal eine ganz, ganz, ganz kleine Pause machen. Oh Gott. Das hat jetzt richtig Zeit gekostet. Freunde, es tut mir leid. Es tut mir richtig leid, dass ich hier jetzt schon wieder runtergefallen bin. Ich bin gerade ein bisschen irritiert, weil meine Katze, glaube ich, die ganze Zeit gegen irgendeinen Kater draußen faucht und ich das höre. Also meine Katze ist drin, aber das juckt sie ja nicht. Ich meine, wenn der Kater draußen vor unserer Tür ist, wo er ja nichts zu suchen hat, wenn man meine Katze fragt, muss sie natürlich ihn auch anfauchen. Was erwartet man auch? Wie sind wir hier jetzt letztes Mal hoch? Sind wir von hier rüber? Ja, oder? Ja gut. Ach so. Sag das doch gleich. Jetzt hier lang, genau. Und dann haben wir gleich auch wieder unsere Höhe erreicht. Ich hoffe nur, dass der Tag noch ein bisschen länger anhält. Ich habe ihn ja ein wenig verschwendet, möchte man meinen. Aber wenn wir jetzt schon wieder hier sind, dann hier hochkommen. Da waren wir schon. Diese Schneeflocke dort mitnehmen, dann sind wir doch gut dabei. 44. Nein! Nein! Ich glaube, diesmal waren die Konsequenzen nicht ganz so schlimm wie beim letzten Mal. Ist doch doof, wenn ich hier viel zu weit springen und dann gar nicht alle Schneeflocken mitnehmen kann. Aber die haben uns hier natürlich den Weg gewiesen. Ich gehe jetzt erstmal hier nach rechts, bevor ich mich da eben an der Stelle hochpusten lasse. Genau das habe ich mir gedacht, dass sie dort nochmal Schneeflocken verstecken. Hier noch welche mitnehmen, dann haben wir 55. Wir kommen hier noch wieder hoch. Kann ich hier drauf landen? Ja. Gott sei Dank.
Ich glaube, es gab noch einen rechten Weg. Ich will mich nicht darauf festlegen. Aber ich will es ausprobieren. Gleich. Oder das machen wir an einem anderen Tag. Es fehlen jetzt hier noch 13 Stück. Ich weiß nicht, wie viele hier jetzt überall noch kommen. Muss ich ehrlich gestehen. Wir sind im nächsten Gebiet. Hier gibt es 35. Auf der oberen Spitze des ersten Berges. Mach mal. Danke. Er öffnet mir den Weg. Das ist sehr freundlich. Und dann gucken wir nochmal. Ja, da wollten wir doch auch hin. Ich würde sagen, das war doch nochmal ein schöner Ende, ein schönes Ende für diesen Part. Und bis zum nächsten Mal.